Es sind Erinnerungen an Wattenscheider Glanzzeiten, die man hier findet. Zum Beispiel an den 1. Juni 1991. Der Bundesliga-Aufsteiger schlägt den großen FC Bayern mit 3:2. Der Erfolgstrainer damals Hannes Bongartz, eine Legende im Bochumer Stadtbezirk. Er war ein sehr moderner Trainer, da kann ich mich dran erinnern, auch wenn ich selbst noch sehr klein war, aber das habe ich schon verstanden, dass er so ein paar Sachen umgesetzt hat, die damals relativ neu waren. Ich glaube, er war so der erste Trainer, der tatsächlich mit der modernen Viererkette gespielt hat, was heute Usus ist. Und ja, das bleibt natürlich hängen und er hat natürlich einen riesen Anteil daran an 4 Jahren Bundesliga. 1994 steigt die SG Wattenscheid 09 wieder ab und findet sich zum Ende des Jahrtausends in der Regionalliga wieder. Es folgen Jahre zwischen Dritt- und Viertklassigkeit. Immer wieder gerät der Verein in wirtschaftliche Schieflage. Ich glaube, das größte Problem ist so ein bisschen das Ganze drumherum. Die Struktur, da gab es so ein Missverhältnis. Ne? Also der sportliche Erfolg war da, aber ich glaube, das Umfeld und die Struktur und auch der wirtschaftliche Background, der hat da ein bisschen gefehlt. Und wenn das nicht in Einklang ist, dann irgendwann geht es schief. Im August 2019 ist es schließlich soweit. Trotz Crowdfunding-Kampagne, Peter Neururer als Sportdirektor und ein Schalker Gastspiel im Lohrheide-Stadion muss der Verein Insolvenz anmelden. Ist natürlich traurig. Wir haben damals eine sehr intakte, sportlich sehr gut zusammengestellte Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden müssen, haben dadurch die Zugehörigkeit zur Regionalliga verloren. Aber wenn man die Sache realistisch betrachtet, und das sollten wir alle, muss man sehen, dass das der einzig logische Schritt war, diese Insolvenz, um diesen Verein zu entschulden und überhaupt diesem Neuanfang eine Chance zu geben. Ende Oktober steht der Abstieg aus der Regionalliga fest. Der Spielbetrieb wird eingestellt. Auch Sportdirektor Neururer tritt nach nur einem halben Jahr den Rückzug an. Die SG Wattenscheid will als bescheidener Oberligist neu beginnen. Und die große Vergangenheit? Damit beschäftigen wir uns jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil wir jetzt gerade in der Amateur-, in der Westfalen-Oberliga anfangen werden. Und das ist die fünfthöchste Spielklasse. Wir sind so weit vom Profifußball entfernt wie die Erde vom Mond. Und diesen Gegebenheiten müssen wir jetzt auch ins Auge sehen. Es ist die neue Wattenscheider Bescheidenheit. Wir wollen einfach hier in Ruhe arbeiten, wollen seriöse Arbeit leisten, wollen nur noch das Geld ausgeben, was wir haben, bekommen dafür dann entsprechend den Fußball, den wir uns leisten können. Und das ist ein Ziel, das wir haben für die nächsten 1-2 Jahre. Danach soll der Verein wieder organisch wachsen. Alles mit der nötigen Demut. Vielleicht kann ja so die Rückkehr in den Profifußball gelingen. Die Ziele im Bochumer Stadtbezirk sind aber andere. Es ist wichtig, dass es die SGW in 10 Jahren noch gibt. Und deshalb haben wir diesen jetzigen Weg eingeschlagen. Und eigentlich ist es zweitrangig, wo die SGW steht. Wichtig ist, dass sie da sein wird. Und dafür haben die Verantwortlichen alles getan. Ich werde aus sportlicher Sicht alles, was in meinen Kräften steht, dafür tun, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Der Wattenscheider Weg soll weitergehen. Mit Augenmaß langsam nach oben und vielleicht ja zurück in den Profifußball, an den hier nur noch die alten Bilder erinnern.